Jetzt hört man, Mr. Mikko hatte gerade einen Aussetzer. Willkommen zum neuen Part von Mr. Mario Kart Double Dash. Sorry dafür. Ich hoffe, alles geht's gut, liebe Leute. Wir haben jetzt noch wieder, Gabriel ausgewählt und ich habe diesmal Yasuo und Birdo genommen. Und Birdo ist so ein Charakter. Ich glaube, da ist mir der Vorderstyle noch nie in einem Mario Kart Teil begegnet. Wenn mich das alles täuscht. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, wir haben Mushroom Cup das letzte Mal schon erfolgreich erledigt. Machen nun weiter mit dem Flower Cup. Let's go. Fangen wir direkt damit an. Ich hoffe, wie gesagt, euch geht's gut. Und ja, schön, dass der erste Part und so schon ankam. Lol. Das war eine Muss, ja, ne? Ist ja ein tolles Mario Kart. Und gerade das mit denen, dass man so weit spielt. Ist ein lustiges Feature, was es nur in dem Part gibt. Nice, ach, jetzt hab A, muss man vielleicht gedrückt lassen. Die Steuerung aber ist inzwischen einigermaßen raus hier. Immerhin. Also, das läuft schon einigermaßen. Ich weiß, hab nur keine Ahnung, wie man hier irgendwie, hallo? Eventuell will ich mein Item loswerden. Ach ja, das geht richtig. Nur der, der nicht Fahrer ist, kann Items loswerden. Glaub ich. Also da bin ich noch nicht ganz so raus, was die Item-Sache betrifft. Liegt aber eventuell auch daran, dass es über einen Emulator spielt und es deshalb mit der Steuerung gerade nicht ganz so zu Rest kommen, weiß ich nicht. Ist ja. Zumindest kommen da solche Fails öfters mal durchaus bei Stande oder Zustande dafür. Sorry. Bemühe mich so gut es geht in dieses Game rein zu versetzen, es so gut zu machen, wie es geht. Aber es kann halt von nichts garantieren. Ups. Ich wollte sagen, die Stats erinnern mich halt an Wii Sports, aber das kann sie gar nicht, weil Wii Sports gab es noch gar nicht. Zu dem Teil, wo dieses Double Dash hier gemacht wurde. Also, ich hätte mich daran wohl nicht erinnern. Aber ich finde, es sieht trotzdem nicht so ähnlich aus wie die Woohoo Island. Keine Ahnung, vielleicht war das ursprünglich. Oh nein, einfach ist nicht hoch. Vielleicht war das ursprünglich mal so die ersten Gedanken an Woohoo Island. Uwe. Ah! Jeder Charakter hat hier ein Special-Item, glaube ich. Genau, so war das. Jeder Charakter hat ein Special-Item in dem Spiel. Je nachdem, wer halt vorne sitzt, kann diese Special-Items auch einsetzen, wenn Yoshi jetzt vorne sitzt. Und so weiter. Was ist das? Da trötet es sie so. Hoot-hoot. Wenn wir mal die beiden Charaktere. Ach Mist. Beiden Charaktere tauschen. Dann ist der vorne, aber wer vorne ist jetzt, kann keine Items werfen, genau. Die Idee ist lustig, ne? Auch das mit den Special Items. Die Idee ist tatsächlich auch sehr lustig. Da bin ich ein Esser geworden, ja, morgen ging das schnell. Die Idee ist auch sehr lustig. Und es ist einfach mal überflüssig, den Teil hier zu spielen, dementsprechend. Ja, das war ist jetzt hier den. Das Spiel. So, erste Runde lief doch schon mal sehr gut. Ist man durchaus zufrieden. Und weiter geht es. With the next. Curse, I would say. Hilfe, nein! So. Kennt ihr das, wenn der Controller gerade nicht mag? Hallo, ich drück halt. Ich verstehe es nicht. So, willst du jetzt mal hier gehen? Nicht, ne? Emulator sei Dank. Jetzt hat endlich. Sorry. Keine Ahnung, was gerade los war. Nächster Grand Prix. Ja, das ist Mario. Die mag ich gern. Die mag ich gern, die Strecke. Let's go! Kann man jetzt noch draußen? Nee. Erst wenn man drauf setzt, kann man die wieder draußen. Yeah. Will ich mal Yoshi hinten haben, eine Runde, ein bisschen. Aua! Das war jetzt nicht so geil. Ich glaube, wir tauschen doch mal lieber wieder. Da kann Yoshi wenigstens auch die Items loswerden, die er hat.
wäre eventuell ja ganz sinnvoll, wenn das dann Items los wird, ne? Ja, wie gesagt, das ist der Double Dash-Teil. Ich persönlich mag den lieber als den V-Teil tatsächlich. Also kommt mir jetzt zumindest. Ich mag den Grafikstil total von dem Teil. Ja, weshalb ich ganz ehrlich sagen muss, bis jetzt Double Dash macht mir echt Spaß. Bis jetzt könnte da wirklich mein Favoritenteil werden. Neben den 8 Deluxe und den Mario Kart 7er Teil, weil ich den meiner Kindheit also oft gespielt habe. Also der könnte da erst ganz und krass Favorit werden. Aber mal sehen. Uff, das ist das Yoshi-exklusive Item. Das ist eben dieser Yoshi's Eye. Da sag ich ja. Jeder Charakter hat eben so ein besonderes Item, weshalb ich die auch in jedem Grand Prix Rad mal wechseln müsste. Mach es immer einfach die beiden untereinander, die passen halt so zusammen, glaube ich, und dann könnt ihr halt immer sehen, was die für krasse Items haben. Klar, wir werden nie immer Alex schaffen, aber zumindest ein paar. Und da könnt ihr aus, denke ich mal, auch so ein relativ gutes Bild machen davon, was die so für Items haben. Boppt es zumindest mal. So. Yay. Yeah. Da, 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 da. Ja, aber ich finde es echt gut, dass das so gut funktioniert mit den Gameboy-Spielen. Da wird dann bestimmt bald auch mal ein, kann auch die ganze Zeit so machen. Okay, das ist ein bisschen hobbylos. Also, ja, was sagen wollte, uns wird dann definitiv bald auch irgendwie so ein, werden wir auch mal andere GameCube-Spiele spielen. Autsch! So Mist. Ah, wenn das so gut läuft. Das ist ganz so eine kritische Geschichte hier, ey. Ersetzt aber natürlich irgendwo auch nicht unseren GameCube, das ist ganz klar. Ist dann jetzt schon was anderes, ob man das hier auf so einem PC spielt oder ob man es auf einem Original GameCube spielt. Deshalb definitiv will ich mir irgendwann nochmal einen richtigen GameCube holen. Einfach weil es muss. Aber so hat man die Bahn wie Emulators mal gespielt. Dann so krass viel exklusiv GameCube-Titel gibt es da nicht. Ich meine, die Zelda wurden ja alles, gab es für die Wii, das Trailer Prince oder sogar wurde dann geportet auf die Wii U. Auch das Luigi's Mansion 1 für den GameCube wurde ja auf den 3DS geportet. Ui, ich mag die Stats, mag ich auch so. Das heißt, es gibt gar nichts bei der. Nur viel exklusiv. Ja, Sansa natürlich, ganz klar. Sogar Sansa will ich auch irgendwann nochmal let's playen, auf jeden Fall. Das ist so ein tolles Game. Da kann man nicht rein. Das kommt irgendwie so durch. Das ist kritisch, okay. Merken wir, dass man da nicht reinfahren sollte. Das Beste, wenn wir uns das jetzt merken. Ja, auf jeden Fall. Mario Sansa, auch super, super tolles Mario-Spiel. Outs will ich definitiv irgendwann mal als. Was geht denn hier ab mit den Tissen? Jetzt eine Banane. Wo mein Altenhaus gegen die Wand geschleudert. Auch sehr intelligent von mir. Eieieiei. Wenn man einmal da Richtung Wand fährt, dann ist es out. Bis das Honda ist, wieder ein bisschen besser werde. Wenn wir mit beim 5. Platz sind, deshalb bei Lega nicht zufrieden. Und das kickt einem ein bisschen so auch tatsächlich raus, wenn man 5. wird. Deshalb, ich darf nicht 5. werden, sonst habe ich ein Problem. Ganz vereinfacht gesagt. So, da hinten ist irgendwas explodiert. Nicht sehr angenehm. Mist betrifft es aber nicht weiter. Dementsprechend. Ist hier ganz gemütlich weiter. Wie am besten, dass mich nichts erwischt, sonst habe ich diesmal wie auch immer auch geschafft. Hallo, hier geht es auf einmal weiter. Was ist denn das da? Whatever it is, ist das jedenfalls sehr interessant. Und hier ist eben Yoshi ein Einsatz. Das killt einen ja irgendwie komplett und wirft da irgendwelche Items hervor. Geil. Du.
Das müsste wieder sehr schön weit nach vorne rankt, was ja auch irgendwie irgendwo gut ist. Wunderbar. So muss es sein. First place is the best place. So, move that. Hier am besten direkt gegen den Strom fahren, damit kommt man auch das ganze Zeug auch nicht in die Fresse. So, so ist zumindest bei einer derzeit relativ gut funktionierende Theorie. So war's. Da war mir, glaube ich, da unten irgendwo rausgekommen. Dieses Driften ist sehr interessant, weil das geht mir sehr interessant, der irgendwie auch so halb lenkt. Das war fies. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem noch als erster ins Ziel schaffen. Yay! Wunderbar, da haben wir wieder das nächste Rennen. Sehr erfolgreich und sehr gut hier beendet. Im Flower Cup. Yay! Directly the next course und Varese Stadium. Die ist eine, die eher ein bisschen nach Aids aussieht. Aber mal sehen. Vielleicht ist die auch ganz nett. Wir wollen ja nicht hier die Abend vor Nacht loben. Ich drücke versehentlich manchmal die falsche Taste, weil die Steuerung doch ein bisschen confused ist. Weil man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber ein bisschen komisch ist ja immer auch noch, sagen wir mal so. Und das kam bei der Welt komplett spontan, dass ich mir dachte, komm, wir könnten jetzt mal dieses krasse Mario-Spiel spielen. Ich sagte, die Mario Kart Tour erscheint bald und davor willst du noch irgendein anderes Mario wenigstens gezeigt haben. Muss ja kein lange sein. Dann dachtest du, komm, David, dann machst halt dieses. Hast eh noch irgendwo da die Spiele auf deinem Computer rumflacken, dann nimm's halt und mach's. Und sozusagen gedacht, getan. Nun ist Blaze das hier für euch. Exklusiv. Na gut, so exklusiv ist das nicht, aber so krass viele Leute haben die Spiele tatsächlich gar nicht mehr als Blaze, ne? So derbe viele sind es gar nicht, wenn man immer meint. Wir haben wieder ein super Item, was es auf die Wege macht. Ja, aber eigentlich ist Dorn geht voll. Also, da bin ich echt zufrieden mit. Nein, da wäre es sein gewesen, verdammt. Ah, also diese Items sind schon krass, ne? Die killen ja erst alles und werfen da dann irgendwie so Items auch noch bei raus. Und inwiefern hat mich diese Zeiss-Röhre jetzt erwischt? In welcher Dimension, bitteschön? Man merkt es im leisten Antrag von Betrug, dass der wieder real wird. Und da ist dieser Betrug. Und das war Outs. Ja, brumm, brumm. Brumm, brumm, du bist auch mal hier, du fetter. So, Final Lap. Ich will eigentlich erst werden, verdammt. Ich will. Ah, ach du Kroller, kommen jetzt selbst verdammte Items raus. Und das war gerade ein bisschen scheiße von mir. Aber ist ein bisschen verkackt. Digga! Sissa, wieso nimmt mich das Spiel jetzt hier so auseinander? Och, kack. Das hat doch nie wieder die einzuholen. Minimum zweiter will ich werden. Ich bin verdammt unzufrieden. Da kann man so nicht stehen lassen. 50 ist jetzt immer, aber hallo. Ja, Sissa. Doch der reinste Betrug ist das. Es ist der reinste Betrug. Also mal, was jetzt in dem Endergebnis sowas es gereist hat. Ist immerhin dann noch eine produktive Sache, die da machen können. Ob das schon vier Rennen waren, es ziehen mir irgendwie nur drei zu sein, aber
Okay, es ist das hinterfragt, dass die war nicht weiter. Nehmen wir es einfach so hin. Genau, Dave. Das passt. Yikes. Und das war's dann entsprechend so mit dem Part von Mario Kart. Mario Kart Double Dash, danke. Im nächsten Part geht's weiter. Haut's rein, bis dahin. Ciao.